Hallihallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Dragons. So, checken wir erstmal unsere Drachen, schicken die natürlich neu los, so wie immer. Danach würde ich sagen, checken wir einfach mal ein paar Drachen, die wir eventuell noch trainieren können. Welche wir neu haben, will ich euch natürlich auch zeigen, wenn ihr das nicht schon mitbekommen habt. Gucken wir uns dann gemeinsam an, aber wie gesagt, erstmal schicke ich jetzt alle neu los. Dann checken wir, was wir hier für Materialien auf den Kopf kloppen können. Für was wir auf den Kopf kloppen können, ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig für uns. Also wie ihr seht, wir haben 217 Mille Fisch auf Tasche. Sieht eigentlich relativ gut aus für uns. Den können wir erstmal weiter pimpen, können den jetzt für eine Stunde zum Training schicken. Wäre vielleicht ja nicht so blöd, ich würde sagen, das machen wir auch einfach. Schicke ich den einfach los für eine Stunde. Außerdem haben wir ja unseren Fleischklops schon auf Level 27, pimpen den gerade auf 28. 10 Stunden, 11 Minuten braucht er noch, bis es soweit ist. So, holztechnisch sind wir so gut bestückt, dass wir unsere Drachen alle entspannt zu Hause lassen können. Seht ihr ja selbst, würdet ihr mit Sicherheit auch nicht machen oder habt ihr da eine andere Idee, was man da noch so machen kann? Würde mich auf jeden Fall interessieren. So, dann schmeißen wir erstmal noch einen Drachen in der Akademie zum Training. Da weiß ich natürlich nicht so wirklich, welchen ich nehmen soll. Aber wir könnten natürlich gucken, wen wir da auswählen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir könnten natürlich sagen, jo, wir nehmen den Hakadu und pimpen den auf 79. Könnten den dann anschließend trainieren. Ich glaube, das wäre ja nicht so eine blöde Idee. So, und trainieren den 15 Stunden, 10 Minuten, dann flattert der auch erstmal los. Mein exotischer Hacker, du wird jetzt auf Level 18 gepimpt, richtig Hammer. So, das Gute daran ist, nicht das Gute darin, wir können jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Holz einsammeln. Das ist natürlich sehr von Vorteil, um unsere Drachen wieder neu losschicken zu können. Das machen wir natürlich gleich. Checken wir hier gleich mal unseren Sandgeist. Der ist auf 78, kostet 200 Mille. Das mal 4, um den auf 79 zu bringen. So, wie gesagt, der flattert erstmal los, sammelt erstmal wieder ein bisschen Holz. Wir checken heute einfach mal unsere Drachen ab, die hier auf Berg platziert sind. Und gucken natürlich, wie die so drauf sind, was die so machen und. Dann haben wir hier den Hakadu, der ist auf 78, also normaler Hakadu, kein exotischer. Der sammelt 5 Stunden, 15 Minuten, 200, naja, das ist nicht so doll, aber 810.000 Holz pro Stunde. Das ist schon ja nicht so verkehrt. Wir können den natürlich für 320 Mille auf Level 79 pimpen. So, dann schicken wir den erstmal wieder los, ein bisschen Holz holen. Gucken hier oben gleich mal weiter. Hier haben wir unseren Muffel. Der ist schon zacken schärfer vom Material her, wie ihr seht. Der ist auf 76, den könnten wir jetzt auch für 840 Mille auf 77 pimpen müssen. Einmal ja Drache, der extrem genial ist in meinen Augen. Optisch finde ich nur cool, hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert. Klar, der Funkenhüstle ist noch leichter wiederzuerkennen. Der sammelt 13 Stunden, 35 Minuten und ist eher so der Holzsammler. Also Fisch sammelt er zwar auch, aber nicht ganz so gut, wie ihr seht. Den könnten wir natürlich auch auf Pimpen auf 77 für 322 Mille. So, dann geht's weiter. Hier haben wir unseren Fackelsbruder, der sammelt natürlich nur Holz, wie ihr seht, aber davon relativ gut. Zwar nicht allzu lange, 5 Stunden 15, aber 980 Mille, 980.000 pro Stunde, das ist ja nicht so verkehrt. Kostet natürlich auch eine ganze Menge. 15, 30 Mille, 300. 50 Mille kostet der. Das ist schon ein bisschen heftig. Aber das müssen wir uns natürlich ansparen, um den dann auch irgendwann pimpen zu können. So, dann gehen wir weiter hier bei unserem Sturmschneid oder zu unserem Sturmschneid. Der kostet 157 Mille. Das mal 4, um den auf 77 zu pimpen. Also ist natürlich auch ein ganz schöner Brocken Holz, Fisch. Aber dauert natürlich noch eine riesenlange Zeit, bis wir den hier pimpt kriegen. Klar, der sammelt nicht ganz so gut wie unser Fackelsbruder, wie ihr seht, 980 und der sammelt hier gerade mal 550, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber dadurch hat er natürlich die vierfache Zeit zum Sammeln, also der ist 21 Stunden los.
on Tour, wenn du den losschickst. Von daher passt es schon. Das gleicht sich auf jeden Fall wieder aus. So, dann haben wir hier unseren Schockrachen. Der ist auf 76. Den können wir natürlich auch noch weiter pimpen. Da brauchen wir zweimal 56 Mille, also 112 Mille, um den auf 77 zu bringen. Das ist natürlich eher der Fischsammler, wie ihr seht. Das macht er natürlich auch gleich wieder, weil er halt so gut kann. So, dann könnten wir höchstens nochmal hier rein gucken. 775. Ja, würde ich sagen, lassen wir den am Start. Nö, wir machen das anders. Wir lassen den zu Hause auf jeden Fall und der könnte los Fisch sammeln. Klar, der sammelt nicht so viel, aber der sammelt halt ein bisschen länger, über 10 Stunden. Das passt auf alle Fälle. So, dann machen wir mit unserem Krallenkrabbler weiter. Der ist auf Level Nummer 78. Den müssen wir natürlich umgehen auf 79 zu bringen. 4x155 Mille Fisch einflößen. Das dauert natürlich auch noch eine Weile, bis wir so weit sind. Der kann erstmal wieder los, ein bisschen Holz holen. Dann haben wir hier natürlich unseren exklusiven Drachen, den eisigen Kältegronkel. Cooler Drache auf alle Fälle. Ich bin happy, dass ich den habe. Der sammelt natürlich jeden Tag 2 Stunden und dann ist er auch relativ solide im Sammeln. Also 645.000 Fisch und auch Holz sammelt. Da ist natürlich ohne Bombensache. Außerdem ist der natürlich extrem derbe vom Preis her, um den auf 77 zu pimpen, 315 Mille und dit mal 4. Wie gesagt, um den auf 77 zu pimpen, ist schon ein ganz schöner Brocken, also da muss ich extrem derbe sparen. Zu unserem leuchtenden Fluch, was soll ich dazu sagen, den habe ich jetzt schon auf 80 gepimpt. Der sammelt 13 Stunden 40 Minuten, ist eher so der Fischsammler, wie ihr seht. 507.000 pro Stunde, also durch die Länge, etwas längere Zeit, passt das auf alle Fälle. Dann haben wir hier den Regenschneider, ja, was soll ich sagen. 500 Mille brauchen wir, um den auf 79 zu pimpen. Das geht eigentlich noch, müssten wir auf jeden Fall erstmal derbe sparen. Aber vom Material her ist er auf jeden Fall ein super Sammler, finde ich. 742.000 pro Stunde, 10 Stunden 30 ist er on Tour. Von daher passt es auf jeden Fall mit ihm. Dann haben wir hier den Gruft, der ist auch auf 76, könnten den natürlich auch auf 77 pimpen für knapp 800 Mille, also 192 Mille mal 4 bräuchten wir, um den auf 77 zu pimpen. Der sammelt natürlich 18 Stunden und 20 Minuten, ist auch eher so der Fischsammler, wie ihr seht, 645.000 pro Stunde, von daher passt es. Und dann haben wir hier natürlich nochmal einen relativ genialen Drachen, muss ich ganz ehrlich sagen, den Knochenräuber, den haben wir schon auf 80, der sammelt 6 Stunden 15, 1,26 Mille pro Stunde. Klar, pimp werden kann er erstmal nicht mehr, das ist so ganz gut so. So, also auf jeden Fall habe ich da ein paar coole Drachen am Start. Hier oben gehen wir einfach mal weiter. Hier haben wir noch den Wollgeheul, auch ein super Typ. Jeden Tag 12 Stunden sammelt der. Ist so relativ solide, wie ihr seht. Also Holz und Fisch sammelt da gleich gut, von daher passt das. Den können wir natürlich auch für extrem viel Material nochmal weiter pimpen auf 79. Da brauchen wir 312 Mille, dit mal 4. Also sind 1,2 Mille plus 24, 48. Boah, das haut schon hin. 1,248 Mille sozusagen. Auf jeden Fall schon ein derbe Teil. So, dann gehen wir weiter. Hier unser Dagus Grill, der ist auf 80, jeden Tag 2 Stunden sammelt da. Coole Teil auf jeden Fall, ist auch natürlich ein super Sammler im Fisch und Holz. 733.000 pro Stunde, das passt auf jeden Fall. Deshalb schicken wir den auch gleich nochmal los. Klar, jetzt haben wir unser Material voll, aber das ist mir jetzt scheißegal. Ich will euch die Drachen einfach mal zeigen. Hier haben wir noch einen Hakadu auf 78. Den könnte man natürlich auch für 320 Mille ins nächste Level pimpen auf 79. 5 Stunden 15 ist er on Tour, ist natürlich eher der Holzsammler, wie ihr seht. Fisch ist nicht so sein Ding. Aber das ist okay, kann ja nicht jeder alles können. Dann haben wir hier den Sägezahn auf 76, auch ein cooler Teil. Der kostet natürlich auch wieder extrem viel Material, um den auf 77 zu bringen. Also 218 Mille, dit mal 4. Das ist natürlich auch schon wieder ein heftiger Brocken für uns. Aber ich denke, scheiß drauf, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Von der Zeit her sammelt er natürlich nicht so gut, wie ihr seht. 3 Stunden 40 ist er gerade mal on Tour. Also das ist ein bisschen bitter, weil der sammelt pro Stunde doch ganz schön derbe Material. 1,67 Mille.
Holz und auch Fisch. Also das ist auf jeden Fall ein richtiger Hausnummer, muss ich sagen. Finde ich extrem genial. Gut, dann sind wir auch erstmal mit unseren Drachen wieder durch. In der Akademie ist alles schick, da haben wir auch welche drin. Von daher würde ich mich verabschieden und würde euch einfach mal anbieten, dass wir uns beim nächsten Mal nochmal sehen. Ich würde mich freuen. Cool wäre natürlich auch, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr vielleicht ein Abo da lasst, wenn ihr noch ein bisschen was von mir sehen wollt, wäre auf jeden Fall eine Top-Sache von euch. Wie gesagt, ich will euch ja nicht weiter stressen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.